Und das nächste Thema, liebe Zuschauer, das rollt jetzt auf dem Fahrrad für Sie rein. Es geht nämlich um die große Frage, wem gehört der Wald? Bikern hier mit den dicken Reifen und dem breiten Profil? Oder aber gehört der Wald auf der anderen Seite, falls diese Kurve gelingt, fast. Oder aber gehört der Wald den Wanderern mit dem ja fast ebenso dicken Profil unter den Schuhen, den Wanderschuhen nämlich. Wanderer oder Bike, das ist immer dort die Frage, wo beliebter Waldweg auf Naturliebhaber trifft. So auch im Schwarzwald, da gibt es ja ziemlich viel davon. Und da werden teilweise richtig schwere Geschütze aufgefahren. Ein beliebter Mountainbike-Trail. Doch plötzlich taucht ein heimtückisches Hindernis auf. Für Radler ein lebensgefährliches Szenario. Genauso ist es im Freiburger Stadtwald auf der Rosskopf-Abfahrtstrecke passiert. Dort haben Unbekannte Fallen wie diese aufgestellt, um Biker zu verletzen. Viele sind schockiert. Das ist total boshaft. Das kann gefährlich werden, ja. Ich habe auch im Bekanntenkreis ein, zwei Personen, die da schon wirklich drüber geflogen sind. Gott sei Dank ist nicht viel passiert. Ich selbst habe es einfach mal erlebt, dass schon Holzbalken quer auf dem Weg gelegen haben. Einige Male, aber so immer noch, dass ich es gesehen habe und noch anhalten konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Denn die Baumstammbarriere war nicht die einzige Falle im Schwarzwald, sondern ein Sabotageakt von vielen. Ansgar Wasmer, Vorsitzender des örtlichen Mountainbike-Vereins, kann sich vorstellen, dass es einige wütende Wanderer gibt, weil Biker zu schnell bergab rasen. Doch das sei nicht die Regel. Von einer angeblichen Feindschaft zwischen Wanderer und Radler könne nicht die Rede sein. Es gibt den Wanderer, der nicht aus dem Weg geht. So gibt es natürlich den Radfahrer, der sich nicht richtig verhält im Wald. Ja. Im Prinzip kann man sich ja sagen, verhaltet euch einfach wie ein Mensch. Ja. Aber das klappt halt nicht bei 100% der Menschen, ja. Egal welche Nutzergruppe. Ja. Mit der Initiative Gemeinsam Natur erleben werben verschiedene Verbände und Vereine zusammen mit der Tourismus GmbH für gegenseitige Rücksichtnahme im Wald. Auch Mirko Bastian, Hauptgeschäftsführer des Schwarzwaldvereins, legt viel Wert darauf, den Konflikt zwischen Radler und Wanderer zu relativieren. Es gibt vereinzelte Situationen, wo zwei Menschen nicht gut aneinander vorbeikommen. Und dann kriegen wir auch immer mal wieder Klagen, dass Mountainbiker vielleicht auf einem Weg unterwegs waren mit überhöhter Geschwindigkeit, dass sie sich nicht rechtzeitig bemerkbar gemacht haben und sich die Wanderer erschrecken, weil das Geschwindigkeitsempfinden ein ganz anderes ist. Aber das sind wirklich Einzelfälle. Nichtsdestotrotz gibt es Unbekannte, die lebensgefährliche Barrieren aufstellen. Mit diesen Fallenstellern will der Wanderverein nicht in Verbindung gebracht werden und verurteilt die Taten. Diese Fallen sind Machwerk von Kriminellen, Verrückten. Das ist kein Unterschied, ob ich einen Stein von einer Autobahnbrücke werfe oder eine Falle auf einer Mountainbike-Strecke aufstelle. Ja, das sind Straftaten, da muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Das hat aber nichts mit irgendwelchen Wanderern zu tun. Der Schwarzwald ist eine beliebte Ferienregion, bei Mountainbikern wie bei Wanderern. Insgesamt sind fast 24.000 Kilometer Wanderwege und 8.500 Kilometer Mountainbike-Trails ausgeschildert. Dass es dabei nicht immer reibungslos abläuft, ist klar. Früher gab es schon Direktkonflikte, also da gab es Wanderer, die die Wanderstöcke in die Speichen stecken. Manchmal wird es auch ein bisschen aggressiv, je enger der Weg, umso höher die Geschwindigkeit. Da gibt es natürlich manchmal dann zu Diskussionen. Hier und da ist vielleicht mal passiert, dass einer sich beschwert hat oder gemeckert hat. Ich komme mit den Mountainbikern klar, kein Problem. Laut Landeswaldgesetz dürfen Radfahrer in Baden-Württemberg keine Wege nutzen, die schmaler als 2 Meter sind. Außer es liegt eine Ausnahmeregelung vor. Dass sich Biker nicht an die Vorschrift halten, ärgert manche Wanderer. Ob die 2-Meter-Regelung aus den 90er Jahren überhaupt sinnvoll ist, bezweifelt selbst der Wanderverein. Denn auf breiten Wegen sind Radler oft deutlich schneller unterwegs. Hingegen in Singletrail, ein schmaler Pfad, da bin ich als Fahrradfahrer schon aufmerksamer, weil es vielleicht ein bisschen technisch ist. Und da bin ich auch als Wanderer, einfach laufe ich nicht nebeneinander. Ansgar Wasmer und Mirko Bastian hoffen, dass ihr Appell Wirkung zeigt und die Waldnutzer in Zukunft aufeinander mehr Rücksicht nehmen.